Hey ho, meine Lieben! Selbe Abend wie das letzte Video, wo wir die Spieße gemacht haben. Ja, und heute oder jetzt fange ich an mit den Vorbereitungen für morgen. Wir machen ganz einfache Nackensteaks mit einem Zuschauer. Wie ist das gekommen? Ich habe einen Brief bekommen. Ich erlaube mir, den mal vorzulesen. Lieber Grillschunky, ich finde deine Videos klasse und möchte dir gerne mal meinen eigenen Rub zeigen. Vielleicht schmeckt er dir ja. Am besten ist er, wenn man Nackensteaks einen Tag vorher trocken damit mariniert. Mach weiter so, du bist toll. Dein treuer Abonnent Carsten. Ja, und richtig geil, wie er das gemacht hat, muss ich ehrlich zugeben. Er hat einen Rub mit Aufkleber und separat nochmal eingeschweißt. Schneide ich jetzt kurz mal auf, dass man das Schild schön lesen kann. Oh, da brauche ich jetzt doch die Brille. Boah. Ich kann es nicht lesen. Schon Blindenmund. Ja, den brauche ich jetzt wahrscheinlich wirklich. Carstens Crazy Rub Gewürz. Zutaten. Sieht man mich noch? Ja, hier halbwegs. Also ich brauche einfach nur mehr Licht. Zutaten: Paprika, Rohrzucker, Meersalz, Rauchsalz, Knoblauch, Kumin, Chili, schwarzer Pfeffer, Senf, Cheyenne-Pfeffer. Sogar Mindesthaltbarkeitsdatum hat er drauf geschrieben. Und www.kräuterteufel.de. Okay. www.kräuterteufel.de. Da muss ich nachher glatter mal nachschauen. Ja, und mit dem werden wir jetzt da drüben. Was machst denn du da? Eine Banane essen? Ich gehe jetzt ins Bett. So, jetzt schon. Guck mal, Kräuter essen. Ja, 11:30 gleich. Aber wir gehen jetzt darüber und tun den Nacken schneiden. So. Da haben wir das gute Stück. Und hier schneiden wir uns jetzt schöne Scheiben runter. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ein relativ magerer Nacken ist es sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, der hätte sich auch hervorragend geeignet für die Spieße. So. Jetzt nehmen wir einfach unseren Rub. Und tu den einrubben. So Leute, warum mache ich jetzt mit dem Zuschauer-Rub so ein aufwendiges Video? Na ganz einfach, als Dankeschön. Ich finde sowas klasse. Oh ja. Außerdem will ich ja wissen, wie der schmeckt. Nachher gucke ich dann gleich noch ins Internet nach dieser Adresse, die da drauf steht. Und vielleicht nehme ich euch dazu ja noch mit. Ja. Gut, ein bisschen ist noch übrig. Gott sei Dank. Deckel drauf und das Ganze in die Kühlung bis morgen. Da kriege ich nämlich auch Besuch. Es kommt mein Brüderchen. Und wir gucken jetzt dann kurz mal, ja, was sich auf der Internetseite befindet.
So Leute, leider habe ich keinen Plan davon, wie ich hier das direkt reinziehe, dass man da halt, vom Monitor direkt hier ins Video bringt. Deswegen filme ich das jetzt einfach ab. Also Kräuterteufel ist ein, eigentlich ein Gewürzhändler, so wie das aussieht. Und was ich gerade eben schon gesehen habe, wenn ich hier auf Gewürzmischung gehe, da haben wir einen. Casey Rub. Also nicht Crazy, sondern Casey Rub. Versandgewicht 50 Gramm, kostet 2,50 Euro. Ist das dann so ein Beutelchen? Das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das genau dann dieses Beutelchen ist oder ein bisschen mehr. Aber wer das Gewürz will, wenn es gut ist, wir werden es nachher wissen. Hier kann man es bestellen. Ja, okay. Also www.kräuterteufel.de. Tja, und wenn ich gerade hier so auf meinem Stuhl liege, da muss ich noch was ganz was anderes loswerden. Ich flacke hier immer auf meinem Stuhl so, ungefähr so wie jetzt, ab die Füße oben. Und dann futtere ich Süßigkeiten. Und mir ist wirklich beim Bearbeiten vom letzten Video aufgefallen, ich habe hier am T-Shirt ein paar so widerliche Schokoladenflecke gehabt und habe es leider erst bei der Videobearbeitung gemerkt, und dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. Tja, passiert ist passiert. Ich hoffe, das letzte Video hat euch trotzdem gefallen. Gut, aber jetzt warten wir bis morgen, bis der Rapp schön durchgezogen ist und wir die Steaks auf den Grill hauen. Was es dazu als Beilagen gibt, vielleicht kommt es dann noch im Video, oder wir machen einfach nur Pommes dazu. Leute, ich sag mal, gutes Nächtle. Wir sehen uns dann, ja, für euch nach dem Cut in der nächsten Szene. So Leute, jetzt geht's weiter. Und im letzten Video, ja, am Land Bulldogs, war ja die Rede oder ein Kommentar mit Riesensaustall. Was ist damit gemeint mit Riesensaustall? Die paar Handschuhe da oben? Oder dass hier ein bisschen was drauf liegt? Also, ich empfinde das jetzt nicht wirklich als Saustall. Also, Entschuldigung. Ne. Ja, also, Weberkugel feuert an. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Und Schatzi hat noch irgendwas vor. Die hat gesagt, ich soll die Dinger erstmal fertig grillen. Und dann kommt noch irgendwas drauf. Also sprich, sie möchte die Steaks überbacken haben. Schauen wir mal, was sie dann bringt. So Leute, machen wir sie mal auf. Riechen gut. Und die haben wir jetzt drauf. Und was machen wir jetzt dazu? Ganz einfach. Zündschnüre. Jo. Ab zum Grill. Ja, die werden wir jetzt mal ganz kurz direkt angrillen auf beiden Seiten und dann in indirekten Bereich ziehen. Dann gucken wir mal, was Schatzi da drin vorbereitet hat noch. Da bin ich jetzt auch gespannt. Also, wie gesagt, kurz mal angrillen, umdrehen, angrillen, indirekter Bereich. So, die zweite Seite sollte, hui, auch fertig angegrillt sein. Naja, kleines bisschen noch, klitzekleines bisschen noch. Wir könnten die hinteren vorziehen. Die sind mit Sicherheit mehr durch. Ich schiebe die nochmal ganz hinter.
wo bekanntlicherweise am meisten Hitze ist. Dann lassen wir sie noch ein halbes Minütchen und ein Minütchen drauf und dann ziehen wir sie in den direkten Bereich. So, das muss jetzt genügen. Dann ziehen wir die schön in den indirekten Bereich. Schwein soll ja immer gut durch sein, deswegen mache ich mir jetzt auch gar keinen Kopf um Kerntemperatur. Und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, Schatz hat irgendwas gesagt von überbacken. Sind die Steaks schon fertig? Kommt drauf an, was du hast. Also sie müssen noch im indirekten Bereich gar ziehen. Kommst du da mit deinem Zeug? Mal schauen. So, Schatz, was hast du da? Zeig uns das mal hier in die Cam. Weiter, ja. Bacon und Zwiebel. Bacon und Zwiebeln? Mach ich mal den Grill auf. Ups. Wer will Bacon und Zwiebel und Käse überbacken? Alle. Du nicht. Du hast vorhin gesagt, Pau, du willst das nicht. Drauf. Du hast gesagt, du willst es nicht. Du kannst es auch mit dieser Zange hier machen. Ist es hot. Also ich halte mich da jetzt ganz raus. Was die Zange? Bitte schön. Was ist das Holz? Aleconio. Das ist so schief. Warum ist das so schief? Das da? Weil das schief geschnitten ist. Wer hat das so schief geschnitten? Dann lass das ohne. Na, viel Spaß mit deinem Käse. Mit meinem Käse? Also mit dem Käse hier. Warum? Ach du Scheiße. What the fuck? Der klebt nämlich ganz schön zusammen. Ach, ob der Käse den, ob der, der Igel den Käse auch frisst? Nee, da kriegt der Bauch weh. Ich bin der Meinung, das dauert sehr lange. Da kannst du deine andere Pommes dazu reinknallen. Da habe ich wenigstens mehr Ruhe vor dem Gemetzel. Motze. Ich motze gar nicht. Nein. Nie? Nein. Nein? Nein. Kommst du auf so eine Idee? Boah, Deckel zu. Sonst wird das Essen nie fertig. Ich würde sagen, die Bommel sind auch fertig. Holen wir unsere Steaks runter. Ups. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das Gewürz vom Carsten schmeckt. Ja. Und wie das in Verbindung mit dem Bacon, Zwiebel und Käse kommt. Hey, kann man das lassen oder kann man das lassen? Würde ich dir sagen, das kann man so lassen.
jetzt noch ganz schnell unsere Kartoffelstängel in Zündschnüre. Nee, tu's nicht, dass da irgendwas explodiert. Doch. Heute nicht. Heute halte ich sie vom Feuer fern. Ja. Bisschen durchschütteln. Ja Leute, und dann gehen wir essen. So Leute, dann schauen wir uns das Ding noch an im Durchschnitt, im Mittelschnitt. Ja, kann man lassen. Und gleich einmal ein Stückel ab in den Hals. Dazu tue ich jetzt aber den Bacon weg, eben wächst dem Gewürz. Das Gewürz kann was. Sau gut. Genau das wollte ich sagen. Entschuldigung. Brauchst dich nicht entschuldigen. Ich war ja noch beim Essen. Pommes, Zündschnüre. Also ich muss sagen, persönlich, wenn meine Flotte Fritte leer ist, werde ich mal wieder eine organisieren. Also das schmeckt mal hervorragend geil. Und das Gewürz, das ist wirklich lecker. Aber jetzt noch mit dem Käse-Bacon-Zwiebel-Gemisch. Auch lecker, sehr lecker. Hat du gut gemacht, Schatz. Aber jetzt erstmal einmal in Ruhe. Boah, Leute, also ich bin jetzt richtig voll gefuttert. Fand es wirklich sehr, sehr lecker. Also das Gewürz ist zu empfehlen. Wo man das bekommt, verlinke ich unten drunter noch. Und auf dieser Internetseite, also bei der Beschreibung von dem Gewürz, steht auch tatsächlich dabei, dass das von dem Carsten ist. Kunde Carsten hat uns gewürzt, bla bla bla. Ja, also Carsten, vielen Dank nochmal, dass du mir da das Päckchen zugeschickt hast zum Probieren. Ich finde es sehr lecker. Geil. Ja. Wie gesagt, unten in der Infobox wird es verlinkt. Schatz, deine Meinung dazu? Harry? Saugut. Saugut. Ja. Schluck, schluck, schluck runter. Schluck, schluck jetzt. Schluck jetzt. Habe ich vorhin schon gesagt, dieses Gewürz kann was. Sehr lecker. Ja. Sonst noch was dazu? Ja. Und das mit den Zwiebeln und Bacon und mit Käse überbacken ist halt mal was ganz anderes wie nur. Ja. So ähnlich haben wir es ja schon gehabt, aber. Wie bloß so ein Fetzen Fleisch auf dem Grill. Ja, so ähnlich haben wir es ja schon mal gehabt, aber dass er jetzt den Bacon noch richtig schön vorgebrutzelt hat mit Zwiebeln. Das war noch das gewisse Etwas, würde ich behaupten. Mhm. Ja, das war's dann. Leute, nachmachen, ausprobieren. Daumen nach oben, freundliches Kommentar. Ja, und das übliche Abonnieren nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat. Ich bin raus. Wir sehen uns das nächste Mal. Ob unterwegs, zu Hause, ich weiß es noch nicht. Tschaikowski.